Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um einen Benziner 235i N55 Motor, 50.000 gelaufen. Heute geht es um das Thema Kurbelgeusenlüftung. Und zwar, die Diesel haben eine, die Benziner haben ebenfalls eine. Das ist ein Bauteil, was wir hier zum Beispiel sehen, was dafür sorgt, dass das Kurbelgeuse entlüften kann. Das heißt, die Öldämpfe, die werden über die Kurbelgeuse entlüftet und das Resultat des Ganzen sieht man hier. Man sieht diesen ganzen Dreck, das Gelbe, und durch dieses Gelbe, diesen ganzen Schleim, wird oder geht die Kurbelgeusenlüftung kaputt. Wenn sie kaputt geht, hier ist sie an sich und hier läuft das Ganze. Früher konnte man die Kurbelgeusenlüftung separat tauschen. War eine relativ günstige Nummer und dann war das Problem gegessen. Mittlerweile bei den Benzinern sowieso, bei den Diesel leider ebenfalls auch, ist das Ding in den Ventildeckel integriert. Das heißt, wenn das Ding zum Beispiel voll ist, das Kurbelgeuse nicht mehr richtig entlüften kann, dann muss der ganze Ventildeckel getauscht werden. Das ist eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Muss nicht sein. Bei manchen Fahrzeugen arbeitet die Kurbelgeusenentlüftung so, dass sie sozusagen den ganzen Dreck in die Ventile, da wo die Ventile, wo die Verbrennung ist, im Endeffekt reinballert. Bei manchen Fahrzeugen läuft das etwas anders. Und zwar, das Ganze wird in das Motoröl wieder zurückgeführt. Das muss man immer schauen, je nachdem, was das für ein Fahrzeug ist. Trotzdem muss man verstehen, so ein Fahrzeug mit knapp 50.000 gelaufen, 4 Jahre alt, und wir sehen schon so viel Dreck in der Kurbelgeusenlüftung. Diese Problematiken haben leider sehr, sehr viele Benziner. Deswegen muss man immer auch aufpassen. Viele denken, ach, wenn die Diesel so viele Probleme haben, kaufe ich mir lieber einen Benziner. Benziner haben ebenfalls Probleme, und die Probleme der Benziner sind sehr, sehr teuer, wie zum Beispiel Injektoren, die Dreckeinspritzer, die Valvetronik, die exzentrische Nockenwellenverstellung und. Deswegen muss man immer die Fahrzeuge, bevor man so ein Fahrzeug kauft oder bevor teure Reparaturen entstehen, kann man sehr, sehr viele Sachen im Vorwege prüfen, dass man einfach weiß, ob Handlungsbedarf besteht oder halt nicht. Schalt gerne auch bei den anderen Videos ein, wo ich zu den einzelnen Sachen etwas sage, und dann seid ihr auch informiert über die Benzinfahrzeuge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.